Bernhard, was soll ich machen? Automatikführerschein oder mit manuellem Getriebe? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Diese Frage oder eine ähnliche bekomme ich unheimlich oft von euch gestellt. Und in diesem Video möchte ich mal ein wenig versuchen, darauf einzugehen und vor allem aber auch die Gelegenheit geben, direkt unter dem Video gleich zu dem Thema auszutauschen. Denn jeder hat hier wirklich subjektiv einen anderen Zugang und andere Meinungen. Das heißt, in diesem Video kann es mal eigentlich nur meine persönliche Meinung sein. Natürlich gibt es auch ein paar Fakten, die es einfach zu berücksichtigen gibt, die gesetzlich sind. Auch auf die werde ich eingehen in diesem Video. Ansonsten würde ich sagen, sollten wir uns einfach austauschen unter dem Video, die Erfahrungswerte tauschen, eure Überlegungen austauschen, denn auch in unserer Führerscheingruppe haben wir schon sehr häufig über dieses Thema gesprochen und ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt einfach mal gesammelt ein Video auf YouTube haben, wo wir alle uns dazu austauschen, Fahranfänger, Autofahrer, routinierte Autofahrer, Fahrlehrer, dass man einfach auch sozusagen einen konzentrierten Punkt für den Austausch hat. Das heißt also, dieses Video ist viel mehr als Impuls für ein weiterführendes Gespräch in den Kommentaren unter dem Video gedacht. Ja, Automatik oder manuell. Herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nun das Thema Mobilitätsführerschein in Zukunft. Mein Name ist Bernhard Hummel. Ja, ich bin gerade unterwegs und das passt jetzt einfach in das Video, in die Wiener Innenstadt. Stehe wieder mal mehr als ich fahre im Stau, stört mich jetzt auch nicht besonders, denn ich sitze sehr bequem. Würde ich nicht gerade ein Video drehen, würde ich Musik aus Ibiza hören über mein Handy, das ist einfach über Digitalradio, einfach über die App und ja, vielleicht das Dach noch aufmachen, ist aber jetzt zu laut sonst fürs Video. Schöner Spätsommertag, also wäre es eigentlich gar nicht so schlimm und vor allem entspannt mit meiner Automatik fahren, womit wir wieder zurück zum Thema kommen, ob es natürlich sinnvoll ist, 1,5 Tonnen für eine Person in die Stadt zu bewegen. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Ich habe mir auch schon einen E-Scooter von Segway bestellt, dieser ES2 Ninebot bei Segway ES2. Ihr wisst schon, dieses Ding, das mit dem Zusatzakku bis 45 km/h geht und höchst illegal ist. Freue mich schon drauf. Leider ist das Ding so beliebt in Wien, dass es total vergriffen ist. Und ich 1 bis 3 Monate Wartezeit habe. Aber wenn ich Glück habe, bekomme ich das jetzt dann doch schon nächste Woche, werde ich mir einfach kaufen. Gibt es natürlich dann auch ein Video dazu, übrigens, das ist dann auch Automatik, weil brauche ich nur Elektromotor draufdrücken. Das Ding hat 12 Kilo, nicht 1,5 Tonnen. Macht sicher auch Sinn als urbanes Fortbewegungsmittel. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, wo ich mit dem Spargiot, mit meinem Freund Thomas aus Zürich, der auch YouTuber ist, ein Video gedreht habe. Verlinke ich euch an dieser Stelle. Jetzt aber direkt zum Thema Automatikgetriebe. Also wenn ihr mir so zuseht hier, ich fahre entspannt, ich fahre bequem mit der Automatik. Das ist meiner Meinung nach schon ein wichtiger Vorteil. Was ist ein Nachteil, wenn ich jetzt den Führerschein direkt mit Automatikgetriebe mache? Ihr müsst bedenken, macht ihr den Führerschein mit Automatikgetriebe, dürft ihr nachher auch nur Automatik fahren. Das heißt also, ihr seid sozusagen eingeschränkt durch einen Zusatzcode im Führerschein, wenn ihr die Prüfung, die Fahrprüfung Automatik macht, auf Automatikfahrzeuge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man einfach beachten muss. Denn bedenkt, wenn ihr die Führerscheinausbildung mit manuellem Getriebe macht, dann dürft ihr nachher ja sowohl Automatik als auch manuelles Getriebe fahren. Das heißt, das ist, glaube ich, mal ein Punkt, den einfach jeder für sich überlegen muss. Ich habe, sage jetzt mal fast logischerweise, damals manuelles Getriebe gewählt. Gut, ich habe alle Führerscheinklassen, die es gibt und bin auch mit LKW schon mit 16 Gängern mit manuellem Getriebe gefahren. Da war es nicht zur Diskussion, Automatik zu nehmen, sonst hätte ich irgendwo beim LKW, beim Beruf als Fahrschullehrer, als Fahrsicherheitslehrer natürlich ein Problem. Ja, aber diese Situation ist ja bei jedem anders. Und daher will ich jetzt einfach das auch so ein bisschen eben beleuchten von unterschiedlichen Punkten. Aber was könnte vielleicht ein Punkt sein, eine Situation, wo euch dann nachher das am Kopf fällt, dass ihr nur Automatik fahren könnt? Naja, Thema Mietwagen. Auf Mallorca sind wieder die ganzen Briten vor mir gewesen, haben sich die ganzen Automatik-Minis geschnappt und ich muss dann einen mit manuellem Getriebe nehmen, weil sonst nichts frei ist. Kann passieren. Wobei die letzten Jahre, muss ich sagen, habe ich selbst mit Glücksauto eigentlich bei Sixt immer dann trotzdem einer mit Automatik bekommen, weil mir der viel lieber ist. Jetzt hätte ich zum Beispiel gerne was zu trinken, weil durch das viele Reden, das zweite Video, das ich jetzt aufnehme, meine Stimme weg. So, sorry, muss ich so einen Hustenzucker nehmen, sonst geht es jetzt gerade nicht mehr.
Ja, also da kann es ein Nachteil sein, kann aber auch zum Beispiel ein Nachteil sein, eben diese Einschränkung, wenn ich wo arbeite, im Job, nicht im Berufsleben. In meinem Fall, jetzt bin ich ja selbstständig, Investor a priori, habe meine eigene Firma, jetzt kann ich mir so ein bisschen selber mehr aussuchen, was ich fahre und was ich mache. Ja? Aber gerade als Angestellter wird man vielleicht in die Situation kommen, dass man einfach nicht die Wahl hat oder dass man einfach eigentlich ein Firmenauto fahren sollte mit manuellem Getriebe. Gerade wenn man jetzt nicht unbedingt gleich in irgendeinem Vorstandsjob ist, wo man einen 5er BMW oder so mit Automatikgetriebe bekommt, kann das natürlich noch ein Punkt sein, auch wenn wir in Zukunft meiner Meinung nach immer mehr Automatikfahrzeuge definitiv sehen werden. Das ist meine Überzeugung, weil einfach die ganzen Assistenzsysteme, Abstandsradar etc. nicht mit manuellem Getriebe funktionieren können richtig, weil wenn das Abstandsradar bremst oder der Notbremsassistent und das Fahrzeug kann nicht zurückschalten automatisch, dann habe ich ja ein Problem, ja? Also dann funktioniert das einfach nicht komfortabel. Ja? Und allgemein einfach ist der Trend sehr stark, unter anderem aus diesem Grund in Richtung Automatik, aber trotzdem, es kann eben sein, Mietwagen, Firmenfahrzeug etc. oder auch günstiges Fahrzeugangebot für mich selber, wenn ich jetzt ein Auto kaufen will, dass ich unter Umständen besser dran wäre, wenn ich auch manuell fahren könnte. Ob ich das dann will, ist natürlich wieder eine andere Frage. Ich schaue also, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich mir das sozusagen ermöglichen kann, nach Möglichkeit also eher ein Automatikgetriebe für mich selbst zu bekommen, sei es beim Mietwagen oder beim eigenen Fahrzeug. Nicht nur, damit ich entspannt mit beiden Händen lenken kann und Video aufnehmen kann für euch, während ich unterwegs bin und trotzdem konzentriert auf den Verkehr sein kann. Ja, was könnten noch so Gründe für Automatik sein, wenn ich jetzt hier im Stau so fahre? Es ist einfach mühsam, die ganze Kuppel. Ich weiß nicht, was das bringen soll eigentlich, aber manche Leute lieben das auch. Muss man auch verstehen. Ja, die machen das total gern. Ja, die greifen das urgern an, dieses Teil und ja. Klar, muss man verstehen. Allerdings das Argument, dass man mit einem manuellen Getriebe eine bessere Beschleunigung hat als mit Automatik. Sorry guys, aber dem kann ich persönlich einfach nicht zustimmen. Ich meine, schaut euch allein meinen Fahrer jetzt rings an, sämtliche Teilnehmer inklusive mir mit Automatik, wie das abgeht, bei der gleichen PS-Leistung mit manuellem Getriebe durch die Schaltvorgänge so schnell und sauber wie eine Automatik heute schalten kann, ein DSG oder auch andere Automatikgetriebe, kann der Mensch einfach nicht schalten. Ja? Natürlich kann ich ja auch hier manuell unter Anführungszeichen schalten mit Automatik, weil praktisch jede Automatik auch heutzutage bei fast jedem Auto die Möglichkeit hat, entweder die Schaltpedals oder über Plus, Minus ja manuell dann zu schalten, aber ich habe dann eben keine Kupplung, sondern ich drücke einfach nur Minus, Plus, wenn wir fahren und schalte ich hin und her. Ja? Also das möchte ich auch noch dazu sagen in dem Video, das heißt also Automatikgetriebe, wie oft verwende ich es? Eh nie, ich fahre immer nur auf Drive, auf D, auf Automatikmodus. Ja, aber Automatikgetriebe bedeutet ja nicht, dass ich jetzt nicht auch schalten könnte und beim Backup-Fahren ist es ja oft auch notwendig zu korrigieren. Ja? Ich erinnere an dieser Stelle aber ganz dringend, um jetzt nicht vom Thema abzudriften, an mein Video zum Thema Automatikgetriebe, das ich schon gedreht habe, wo ich das Automatikgetriebe genau erkläre. Gehen wir jetzt noch weiter zu Vor- und Nachteilen. Wir haben gesagt, also ein großer Nachteil ist sicherlich natürlich dieses, nur um mal zu resümieren, so in dem, dass ich eingeschränkt bin, wenn ich die Ausbildung mit Automatik mache. Späteres Leben ist jetzt wieder die zweite Sache. Was ist aber vielleicht jetzt ein Vorteil wieder, dass wir beide Seiten beleuchten, wenn ich Automatikgetriebe wähle, schon für die Ausbildung, für die Prüfung. Ich werde wahrscheinlich, und bitte, jeder Mensch ist anders und natürlich hat jeder ein anderes Talent und manchen tut es überhaupt nichts, aber ich sage es einfach allgemein, wenn mich fragt, ja, weil ihr mich fragt aus meiner Erfahrung, ich werde allgemein mit Automatikgetriebe weniger Fahrstunden brauchen als mit manuellen Getriebe. Das ist einfach ein Fakt im Schnitt, das natürlich nicht bei jedem Menschen zutreffend sein muss, klar. Aber es dauert einfach, bis ich dieses Gefühl für die Kupplung entwickle, ich muss mehr tun, ich muss mehr automatisieren. Bei der Automatik fällt da einfach einiges weg. Ich habe kein Kupplungspedal. Wie gesagt, erinnere an das Video zum Automatikgetriebe an der Stelle nochmal, wo ich das ja genau erkläre, diesen Unterschied rein von der fachlichen Seite, von der Bedienung. Und ich brauche einfach auch relativ lange oft dieses Bergauf wegfahren und so, diese ganzen Dinge, Kupplungsgefühl, bergauf anfahren, bis ich das im Griff habe. Da habe ich auch ein Video dazu gedreht. Wie gesagt, ich verweise jetzt bewusst jetzt natürlich immer wieder an Videos, damit nicht einzelne Videos zu lange werden. Da kann man ja dann eher einfach draufklicken, verlinke euch das Video zum manuellen Getriebe, wo ich das genau erkläre, was da so zu tun wäre. Ja? Also da wäre sicherlich jetzt ein Vorteil, wenn ich sage, okay, ich fahre nachher eh nur Automatik und ich
brauche es wirklich nicht. Es gibt mir keine Befriedigung, wenn ich jetzt die Berechtigung hätte, manuell zu fahren. Man muss ja immer auch wirklich jeder Mensch hat einen anderen Zugang und muss das auch wirklich vernünftig sehen. Und deshalb muss ja auch jeder für sich die Entscheidung treffen. Wenn ich sage, ich brauche das eh nie nachher, ich habe keinen Bock drauf, manuelles Getriebe zu fahren, ja, wozu soll ich dann eigentlich mehr Geld ausgeben für Fahrstunden, für zusätzliche? Macht das sicherlich Sinn. Und gerade wenn ich mir sehr schwer tue oder wenn ich auch zum Beispiel die ersten Fahrstunden mit manuellem Getriebe gemacht habe und mir sehr schwer tue, dann sollte ich schon überlegen, für mich selber, mit den ganzen Punkten, die ich jetzt gesagt habe, ob nicht vielleicht Automatik für mich angenehmer wäre. Ja? Also, ich finde, man kann es ja auch mal probieren. Man kann ruhig in der Fahrschule sagen, ich will jetzt die erste Fahrstunde mal mit manuellem Getriebe probieren und dann treffe ich die Entscheidung, wie ich weitermache. Müsste eigentlich in jeder Fahrschule in meinen Augen auch gehen. Wie gesagt, ich arbeite ja in keiner Fahrschule mehr. Ich bin jetzt Künstler, YouTuber, Buchautor, ja, auf eurer Seite sozusagen, ja, aber einfach so, meiner Erfahrung nach müsste das eigentlich bei den Fahrschulen problemlos gehen, sei es jetzt in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich, ja. Das wären so, glaube ich, mal so ein paar wichtige Punkte, die man vielleicht hier bei dieser Frage speziell, eben jetzt nicht Automatikgetriebe, manuelles Getriebe allgemein im Leben, sondern vor allem habt ihr mich ja gefragt auf diese Führerschein-Ausbildung. Wir haben jetzt eh beide schon so ein bisschen beleuchtet, aber ich glaube, da wären das so die wichtigsten Punkte, dass man mal so ein bisschen eine Gesprächsbasis, einen Impuls für die fortgesetzte Diskussion unter dem Video hat. Was fällt euch noch dazu ein? Mich würde jetzt wirklich freuen, wenn wir uns sozusagen nach und nach austauschen und Erfahrungen austauschen und so weiter. Ich glaube, genau das würde uns wirklich massiv helfen an dieser Stelle, wenn wir hier einfach mal geballt sozusagen ein Video in Europa haben, wo wir uns alle zu dem Thema Automatikgetriebe, manuelles Getriebe, Automatikausbildung, also Ausbildung mit Automatikgetriebe, mit manuellem Getriebe austauschen. Ich freue mich wirklich auf eine hoffentlich angeregte Diskussion zu dem Thema. Ich sehe gerade hier wieder so einen Scooter, wie ich mir jetzt kaufen möchte und wünsche uns allen alles, alles Gute, alles Liebe. Würde mich über einen Daumen hoch freuen und ja, bis bald. Tschüss, euer Bernhard.